schon mein Lehrer angefangen an der Mechatronik. Das hat mir aber ganz schnell nicht mehr gesagt. Dann sind ich noch knapp 6 Monate bei Tadam gegangen. Sind mein Licht von Berufsverdiener gelöscht. Und sind wir dann Transportlogistiker im Gebäude. Und für was ich den Beruf gewählt habe, das ist ein Beruf mit Zukunft, auf jeden Fall. Und das ist facettenreich. Also du kannst nicht nur an der Transportroutier, du kannst maritim, aérien, du kannst mit Zug. Also das ist wirklich ganz interessant. Ich kann nämlich jeden gut bedienen, das zu wählen, weil ich okay für das mache. Die Kompetenzen sind nämlich wie in der Wurst. Muss Ausdauer haben, muss Lust haben zu schaffen, muss stressresistent sein, muss hauptsächlich auch strukturiert sein. Da muss ich überlegen, wo wie das am besten geht. Das ist ein bisschen zu vergleichen mit einem großen Puzzlespiel, wo alle Puzzlestecker müssen an den Rapassen pünktlich, also alles, was eben einen normalen Arbeiter oder einen normalen Employee auch braucht. Mal zu den Sprachen. Also Englisch ist ganz wichtig. Französisch natürlich auch. Deutsch auch. Letzteburg gebe ich so nicht oder weniger. Aber trotzdem mit Letzteburg Transporteuren oder Letzteburg Unternehmen allgemein. Das ist gut, dass auch letzte bei euch ganz. Wir sprachen das ist ein ganz wichtiger Teil, auf jeden Fall im Beruf. Nur die Dealer gesehen, die sich kennen. Vier Dealer ist ganz klar, dass der Student hier aufhängt und wir können adaptieren zu der Struktur von unserem Betrieb. Das heißt, den Lehrer doch den ganzen Betrieb kennen. Man möchte just nicht nur Logistik, sei doch vielleicht Konta, sei doch Fakturation, sei ein bisschen den ganzen Auflauf, wie es bei uns lebt. Wir haben auch eine Agence en Douane, wo wir für Klienten Douane machen, Nintrastat, Taxis machen. Da könnten dann noch hin, sei ein bisschen das ganze Funktionament von A bis Z. Bei den anderen, den ihn vielleicht erstellt, den schon eine gewisse Experience hat, den das dann nicht so gesagt. Das heißt, wenn der Schüler mit der Lehrer fertig ist oder 13, dann wird den Betrieb gesehen, verstanden und dann kann eben direkt angesagt werden. Also die Ausbildung ist so aufgebaut, dass du am ersten Jahr auf diesem anfängst und das genau das selbe System wie bei Commerce. Du bist nämlich die ganze Zeit in der Schule. Ab 11 musst du dann ein Patron sichern, das geht dann weiter bis du sie am 13. Und in 3 Jahren bist du dann halb und beim Patro, also 3 Tage, und 2 Tage warst du in der Schule. Die erste Ausbildung dauert am Anfang 4 Jahre und 3 davon schaffst du. Geht dann schon. Denn also die Rolle als Tutor muss wirklich sein, dem Student Lust zu geben. Lust, den Beruf zu machen. Denn der Student, den den DT in Logistik sich rausfällt, den hat eine gewisse Vorstellung oder auch teils so keine Vorstellung. Und der Tutor muss ihm dann ein die 3 Jahre Formation so machen, dass er Lust hat, weiterzumachen. Also die Lehre entspricht definitiv meinen Vorstellungen. Das war am Anfang nicht so, weil der Beruf eben ziemlich facettenreich ist, wie gesagt. Aber im Moment setze ich mir meine Ziele. Ich habe von der Firma meine Ziele gesagt und das ist genau das, was ich mir vorstelle. Nur meiner Lehre bleibe ich definitiv heim. Die Firma hat mir auch schon zugesucht. Mein Traum war natürlich immer, mich selbstständig zu machen, aber an den jungen Jahren ist das noch schwer.